Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Heute soll es mal darum gehen, wie es nach der 1.16 weitergeht. Und zwar gibt es da ganz genau zwei Optionen. Entweder die 1.16 wird super gut und alle wollen drauf spielen, dann ist natürlich die Frage, wie viele können denn erstmal drauf spielen? Oder die 1.16 wird so scheiße, dass die 1.8 weiterhin komplett von jedem gespielt wird. Also, gehen wir erstmal jetzt mit Szenario 1 durch. Und zwar, wenn die 1.16 wirklich, ich sag mal, gut wird. Sprich, jeder will drauf spielen. Dann hat man im Moment noch das Problem, was ich mich persönlich frage. Die vorläufigen Tests haben ja jetzt schon gezeigt, dass also die, wo man zum Beispiel bei Subdor gesehen hat, wo der auf die 1.16 gespielt hat, dass da bis zu 3000 Spieler drauf können. Was ich mich jetzt natürlich frage, es können nicht auf einem normalen Server 3000 Spieler, das geht einfach nicht, auch vom servertechnisch her. Würde ich sagen, das funktioniert nicht, wenn 3000 Spieler gleichzeitig auf einem Server sind. Creeper Games ist zwar ein Netzwerk, Leute, aber jeder City wird für sich, ist ein verschiedener Server, sodass die Server halt keine Überlastung haben, nicht zusammenbrechen und auch alles flüssig läuft. Wenn das wirklich so sein sollte, heißt das für mich eigentlich im Umkehrschluss, entweder wird dieser Server komplett leer und dass da keiner drauf spielen will, oder es wird so sein, dass die im Prinzip diesen Villager oder diese Person, wenn man reinkommt auf Creeper Games, in den, nicht mal in den Portalraum, in das noch davor, wo man auch Creative und sowas auswählen kann, wo man, dass der Mann, denn wenn man die 1.16 auswählt, dass man dann im Prinzip zufällig irgendwo hingeworfen wird und dass man dann, oder dass man im Prinzip auch wieder so einen Portalraum macht und verschiedene City Builds mit 1.16 hat, wo man sich entscheidet, drauf zu spielen und dann halt hin und her wechseln kann mit den Sachen. So könnte ich mir das vorstellen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass 3000 Leute auf einen einzigen Server passen würde. Das ist für mich unvorstellbar. Ich wüsste nicht, welche derzeitige Server so eine Technik hat. Aber falls ich da falsch liege, könnt ihr mich gerne korrigieren. Und was ich im Moment auch, denke ich mal, bemerke, ist, dass wenn es wirklich zu der 1.16 kommen sollte, dass viele Leute ihre Sachen von der 1.8 verkaufen werden, recht schnell. Und dann zum Beispiel, wenn Leute schon länger auf der 1.16 spielen, sagen, yo, ich gebe dir, keine Ahnung, 1 Million auf der 1.8 und du gibst mir 100.000 auf der 1.16. So wird das, denke ich mal, auch viel ablaufen, das spricht, dass hier die Preise nach unten gehen können oder dementsprechend halt auch nach oben, wenn denn das ganze Zeug an irgendjemand verkauft wurde und dann nicht mehr so viel davon da ist. Also das ist im Prinzip ein großer Wechsel von den Money-Dingern hin und her. Sprich, ich will, habe hier zum Beispiel 64 Beacons, will aber auf der 1.16 ein Beacon haben und tausche auf der 1.8, gebe ich ihm die 64 Beacons und kriege dafür auf der 1.16 ein Beacon. So könnte mich mir das vorstellen, dass das auch so kommt, wenn die 1.16 wirklich richtig gut werden sollte, wird das, denke ich mal, auch so kommen von dem wirtschaftlichen Aspekt her. Jetzt gibt es natürlich noch die andere Option, dass die 1.16 einfach scheiße wird, komplett rumleckt, dass da nichts funktioniert und dass dann wirklich jeder Creeper Games Spieler sagt, no, ich habe keinen Bock drauf. Was ich bis jetzt auch von vielen Creeper Games Spielern gehört habe, die ein bisschen länger spielen, dass sie nicht mehr die 1.16 probieren wollen. Was für mich eigentlich einer der größten Fehler mit ist, weil das Ding ist, 1.8, sind wir mal ganz ehrlich, ist mittlerweile ausgelutscht. Du hast ja kaum noch neue Bauelemente, die du mit reinbringen kannst. Du hast Redstone funktioniert nicht auf den City Builds. Das heißt, das kannst du auch nicht wirklich machen. Und du kannst hier auch nicht so viele Gestaltungsmöglichkeiten, sprich mit den Aquarien. Auf der 1.16 gibt es auch neue Blöcke. Du hast viel mehr Möglichkeiten, irgendwelche Farmen zu bauen, dir ein neues wirtschaftliches Feld vielleicht aufzubauen, was es so vielleicht auf der 1.16, was es so vielleicht auf der 1.8 nicht gibt. Deswegen, wenn ihr Creeper Games Spieler seid, aktiv spielt, rate ich euch einfach, probiert die 1.16, wenn sie rauskommt. Wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr immer noch wieder zurück. Würde ich einfach genauso machen. Und ja, jetzt kommen wir mal wieder auf den Punkt zurück. Wenn die 1.16 wirklich so scheiße wird, dann wird das so sein, dass es wie damals mit City Build Zero laufen wird. City Build Zero kennen sicherlich kaum noch Leute von euch. Und zwar war das damals ein City Build, den Creeper Games rausgebracht hat. Der aber auf der 1.8 war, glaube ich, war der auf der 1? Ja, der war auf der 1.8, da waren die Plots auch viel größer. Da war ein normales Blut, glaube ich. Lass mich lügen, 64 mal 64, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall größer, als wie man hier ein ganz normales Plot hat. Und zwar war das so, dass damals da auch keiner, niemand hatte irgendwelche Sachen und die konnten alle von neu anfangen. Und innerhalb von,
ich sag mal, am Anfang war der Hype noch groß, ja. Da haben noch recht viele drauf gespielt. Ich sag mal so, um die 300 Leute immer, recht viel. Dann hat das langsam mit der Zeit nachgelassen und dann hat auch niemand mehr Bock, weil da auch kaum was gemacht wurde, irgendwelche neuen Features nur für Celebrate Zero rausgekommen sind, was ich mir persönlich gewünscht hätte, dass man das einfach fördert. Und dass eigentlich, sag mal, diese Wirtschaft, diese alte Wirtschaft, wo man wirklich viel farmen muss, viel tun muss, mit meinem gewissen, ich sag mal nicht Standard, oder mit meinem sich ein gewisses Vermögen arbeitet, dass man wirklich fürs Arbeiten muss und nicht, ich habe jetzt hier mal Drachenei-Roulette und versuche jetzt hier mal damit eine Million zu machen, ja. Das jetzt nicht. Und das ist dann halt schnell auch, ich sag mal, in Luft aufgegangen. Und das gibt's, den Celebrate Zero gibt's heute immer noch, aber da spielt kein Mensch mehr drauf, Leute. Ich hoffe, dass die 1.16 wirklich ein bisschen mehr Abwechslung reinbringt, dass die wirklich gut wird, dass die Performance technisch auch richtig schön wird und dass nicht irgendwelche Leute schon 3 Monate vorher einen Zugang bekommen haben und sich alle Spots gesaved haben und gesagt haben, jo, wir haben jetzt hier richtig viele Diamonds und so, und dass das an die, dass die das gegen die 1.8 Items eintauschen, weil die vielleicht auf der 1.8 spielen, so meine ich das. Also dass sie im Prinzip auf der 1.16 reich sind und das denn, obwohl die denn, wenn die denn auf der 1.16 spielen, wollen die ganzen Sachen wieder zurücktauschen, so meine ich das. Dass man wirklich jeder auf dem gleichen jeder neu anfängt, bis, na gut, bis auf die Tester, YouTuber und Streamer, die jetzt schon mal ein bisschen vorab gemacht haben, okay, das sind vielleicht 100 Leute. Ja, fände ich es gut, dass wirklich jeder ganz normale Griefergame-Spieler, der jetzt halt kein YouTube-EDC macht, ein ganz normaler Spieler, der ja nachmittags um 14 Uhr drauf kommt, sagt, jo, ich will ein bisschen zocken, dass der einfach mit jedem anderen normal gleich anfängt und die gleiche Chance hat, sich was Gutes und was Schönes aufzubauen, was nach meiner Meinung in der 1.8 nicht gegeben ist, dass du dich hier mit Farben im Prinzip reich machen kannst. Kannst du zwar, ist nur übelst anstrengend. Das dauert dann halt viel, viel länger. Was ich halt meine, dass auch vernünftige Preise für Farmerzeugnisse bezahlt werden. Zum Beispiel, ich sag mal, nicht für eine DK-Holz 2K, sondern 5K zum Beispiel, sowas in der Richtung, ja. Gut, Leute, ich hoffe, euch hat meine kleine Ausführung dazu gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne mal ein Abo und ein Like da lassen. Falls ihr irgendeinen Punkt zu kritisieren habt, in meinem Video einen ganz bestimmten Punkt, schreibt mir unten die Minutenzahl hin, einen Kommentar dazu, was ihr genau daran zu kritisieren habt. Und dann schreibe ich euch auch darunter, was, wie ich das gesehen habe, falls ich vielleicht irgendwas falsch gesagt habe. Oder eure Antwort euch immer auf den Kommentar. Seht ihr auch immer unter meinen Videos. Ich antworte eigentlich gefühlt jedem Kommentar. Bis auf, wenn es auf irgendwelche Kommentare sind. Du kleiner Hurensohn. Ja, darauf antworte ich natürlich nicht. Gut, Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne Abo, Like da lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.